Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, unsere Questliste wird langsam immer kleiner. Zum Beispiel haben wir bei Duada gerade gar keine Quests. Bei dem Principi der Valianischen Handelsgesellschaft und den der Königlichen Todesfallgesellschaft haben wir noch Kopfgelder offen und bei der Valianer noch das Vorwärtsspringen. Ansonsten haben wir noch die Quest Geisterparadies, die wir dann auch jetzt dann demnächst abschließen wollen. Aber erst einmal noch eine Sache, bevor wir uns von Nekataka wieder verabschieden. Handel betreiben, Zeug verkaufen. Dann gehen wir zuerst zum Schuster. Ja. Du hast nichts, was uns interessiert, aber wir haben Zeug, das wir loswerden wollen. Fangen wir erstmal hier an. So, valianische Hüte zum Beispiel sind eher aus Leder und können eher bei dir verkauft werden. Und ja, ich brauche mir eigentlich gar nicht die Mühe machen. Oh, Gambason können wir ruhig bei dir verkaufen. Ein hervorragender Gambason, den sollten wir behalten. Aber gerade so Lederrüstungszeug, da Lederrüstungen. Oder auch außergewöhnliche Lederrüstungen. Und Rohhautrüstungen. Komm, sortieren wir mal nach Verkaufswert, das ist am einfachsten. Das ist normale Kleidung, Mantelröcke, das ist alles Zeug, was wir eigentlich an dem Schuster verkaufen könnten. Roben, Plattenpanzer. Gute Lederrüstung zum Beispiel können wir an dich verkaufen. Ja, Gambason verkaufen wir den Rüstungsschmied. Oben an den Stoff-Fuzzi. Da hervorragende Lederrüstungen. Behalte ich mal eine. So, und mehr können wir bei dir nicht verkaufen. Das hat uns aber auch schon mal 10.000 eingebracht. So, das heißt zu den edlen Moden als nächstes. Wir geben mal Super Speed, weil wir müssen den ganzen Weg außen rum rennen. Dumm die dumm. So. Island folk tend to take your time. Gut, bei dir. Werden wir erstmal das ganze Stoffzeug hier, was wir so haben, los. Auch den nutzlosen Umhang. Den Helm nicht, aber die Raotai-Hüte. So, hier. Alltagskleidung, Mantelrock, Raotai-Kleidung, valianische Kleidung. Die Kleider des Boten nicht unbedingt. Habe ich eigentlich noch den Helm des Boten? Nö. Naja, egal. Eine Robe, eine ganz normale, kann weg. Eine außergewöhnliche Robe kann weg. Eine hervorragende kann weg. Und das war es eigentlich schon großartig, oder? Oh, da haben wir eine hervorragende Rohhautrüstung übersehen. Ha, egal. Hervorragende Lederrüstung behalten wir mal eine. Und ja, ansonsten nichts eigentlich, was wir an dich verkaufen können. Das ist ein bisschen Mauer, aber ist ja auch nicht so besonders viel gewesen. Den Warenumsatz machen wir jetzt hier oben. Welcome back. Ja. So, fangen wir erstmal wie immer hier mit an. Und mit Rüstungen. Gambason können alle weg. Kettenrüstung können alle weg. Plattenpanzer und die hier auch. Eigentlich alles, was nur gut ist, kann weg. So, wir haben eine hervorragende Kettenrüstung, also können die Außergewöhnlichen weg.
Genauso wie wir hervorragende Brustharnische haben. Plattenpanzer haben wir leider keinen hervorragenden. Genauso wenig wie ein Schuppenpanzer, aber Plattenpanzer trägt auch keiner. So, was wir hier oben doppel haben, kann auch weg. Wobei, Brigantinen können sowieso weg. Und die Schuppenpanzer auch. So, dann verkaufen wir erstmal das, weil jetzt geht's an die Waffen. So, alles was hier unten ist, ist normal und kann weg. Wir haben da 14 Armbrüste. Und einen normalen Panzerbrecher. Gut. Hier sind Zauberbuch des Zaubermachers 4-mal. Also verkaufen wir ihn 3-mal. Ansonsten sieht für mich hier jetzt kein Buch doppelt aus. Also bleibt das. So, gute Pistolen können weg. Also alles was gut ist, kann eigentlich weg. Also von der Qualität her gut. Guter Rapier, gutes Stilett, gute Schilde. Die sowieso. Arbalest, Armbrust, Kampfstab, Bögen, Mordaxt, Akebusen. Du nicht. Oh, hier fängt außergewöhnlich an. Bei außergewöhnlich sollten wir gucken. Also wir haben schon mal der hervorragende Akebuse, also können die außergewöhnlichen weg. Kampfstäbe können sowieso weg. Morgenstern auch. Die Feuernagelbögen auch. Ein Zweihänder behalten wir. Da wir da einen hervorragenden Speer haben, kann der außergewöhnliche weg. Außergewöhnliche Dolche können eh weg. Streitäxte können weg. Die Zweihänder können auch alle weg. Wir haben eine hervorragende Armbrust, also kann die außergewöhnliche weg und zwei von den Arbalesten. Streitkolben brauchen wir nicht. Dolche auch nicht. Wer, dann haben wir hier einen. Wir haben einen hervorragenden Stab, also brauchen wir den außergewöhnlichen nicht, die Schilde nicht. Hier behalten wir mal ein Schild. Außergewöhnlicher Jagdbogen. Wir haben nur einen hervorragenden Kriegsbogen. Ja, von denen können 4 weg. Und ich denke, das war's eigentlich. Yay. Es ist aber hier wenigstens auch mal aufgeräumt wieder. Und wir haben Geld. Also sagen die Kasse schön klingelt, ist alles gut. So, noch der letzte Halt beim Schiffsbauer. Flaggen, Kanonen verkaufen und dann das größte Schiff kaufen, was er hat. Dass wir das Achievement uns auch noch einkassieren. You again? Oh, come. Ja, Waren sehen. Gut. Ja, die Chunke ist das teuerste, aber wir verkaufen erstmal. Nämlich Schiffszeug. Die ganzen Kanonen hier brauchen wir nicht. Segel brauchen wir jeweils nur eins. Das bringt uns nicht viel Geld. Ist aber egal. Eine Flotte, um sie mein eigen zu nennen. Wir haben die Chunke gekauft. Yay. Schiffsvorräte. Hier könnten wir Bier und Reis kaufen. Noch ein Gerüstrumpf. Schwarzholzrumpf. Der wäre eigentlich noch eine sehr schöne. Ein sehr schöner Zusatz zu meinem aktuellen Rumpf, weil der Bardato-Rumpf, der taugt leider nicht viel.
Und ansonsten gibt es hier keinen gescheiten Rumpf. Also das wäre der beste Rumpf. Das heißt, der wird gerade mal genommen. So, wir können uns mal wenigstens die Chunke von der Größe ansehen. Ja, man sieht es gleich schon mal. 5 Matrosen statt 4. Ein Kanonier mehr, ein Ruheplatz mehr. Und das war es eigentlich größtenteils. Eigentlich würde ich gerne die Farben von hier übernehmen. Nee, das war ein helleres Blau. So ungefähr, oder? Ja, die Rumpffarbe war auch etwas heller. Das müsste jetzt stimmen. Ja, ist die Frage, will ich das Schiff bemannen? Segelzustand, Rumpfzustand. Ich frage mich gerade, ob ich auch noch ein besseres Segel kriegen würde. Ja, das macht schon mal meinen Rumpf um einiges härter. Oder erhöht sogar die Kampfgeschwindigkeit. You again? Oh, come take a look. Aber ich glaube, ein Segel, ja, das Drachenflügelsegel. Ich kann es mir gerade nicht leisten. Ja, da müsste ich nochmal wiederkommen, um mir das Segel zu kaufen. Na ganz ehrlich, wollen wir mal kurz die Zeit nutzen, einen Blick auf die Chunke zu werfen? Würde ich sagen, ja, machen wir mal. Wir bewaffnen sie auch ordentlich und packen alles schön rein. Was wir da so haben. Die zwei Sachen können wir leider nicht rausnehmen. So. Alles schön zusammen. Unser erster Kanonier, unser zweiter Kanonier. Steuermann. Kanonier. Unser Chirurg. Noch ein Kanonier. Matrose. Unsere Köchin. Unser Bootsmann, unsere Matrosen, unser Navigator und noch ein Matrose. Ja. So, das wäre jetzt erstmal genug Besatzung. Ich sehe gerade nicht, ist das hier schon die Chunke? 2, 4. Nein. Das ist noch immer unser altes Schiff. Also man sieht immer das Schiff, mit dem wir angelegt haben. Vielleicht werde ich den nächsten Playthrough dann wirklich so machen, dass ich die nur mit der Dürrwälder Schaluppe rumsegel, die aber dafür richtig gut ausrüste.
Weil ganz ehrlich, wenn wir Entervorgänge machen, dann brauchen wir kein starkes Schiff. Wenn wir immer auf Enterkurs gehen, dann brauchen wir eher ein schnelles Schiff. Und ja, man sieht schon hier, dass es ein sehr großes Schiff ist. Ich habe nicht genug Mannschaftsmitglieder. Oh, ach so. Ich werde das Schiff natürlich noch aktiv schalten müssen. Ups.